Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. In der heutigen Folge wollen wir an zwei Sachen arbeiten. Und zwar einmal technisch mäßig an einem Energy Hedge HV und andererseits an dem, ich wollte schon sagen am Holzladen. Nein, nicht am Holzladen, sondern am Gartencenter. Daran wollen wir definitiv arbeiten, denn da habe ich, glaube ich, hoffentlich eine gute Idee. Schauen wir mal, ob wir die umsetzen können. Als erstes brauchen wir für den Energy Hedge dann HV. Da brauchen wir einmal eine HV Maschinenhall. Brauchen wir alles in dem Großen. So, alles mal da reinschmeißen. Ganz raus. Dann brauchen wir als nächstes ein Goldkabel und zwei Low-Power-PCs. Das ist der da. Und ein Goldkabel. Das und das. Dann haben wir den High Voltage Coil, dann brauchen wir die 60 kHi Coolant Cell und eine Electric Pump HV. So, schauen wir mal. Electric Pump HV. Dafür brauchen wir noch eine Stainless Steel Fluid Pipe. Die haben wir hier. Den Motor haben wir hier. Dann brauche ich noch einen Stahlrotor und eine Stahlschraube. Einen Stahlrotor und eine Stahlschraube haben wir auch. Dann braucht man noch zwei Gummiringe. Hier noch irgendwas drin, was übrig. Und das Goldkabel. Esse ich immer. So. Dann haben wir noch eine Pumpe. Das haben wir jetzt auch. Dann brauchen wir jetzt eine 60 kHi Zelle. Das ist Heliumgas. Okay, das kann jetzt natürlich sein, dass es uns das um die Ohren fliegt. Heliumgas. Endstone Dust, den habe ich leider noch nicht. Das heißt, ich muss das Helium wieder drüben anschließen. Aber ich glaube, ich habe, glaube ich, noch so viel. Dass ich eine, ich brauche, glaube ich, auch nur eine Zelle, ne? Müssen wir gleich, wir können jetzt dann gleich mal gucken, was uns das überhaupt kostet, EBF-mäßig, weil wir müssen ja auf, weil wir wollen ja nicht Poseidon Iron, wir möchten ja ja Poseidon Iron. Dust. Schauen wir gleich. Weiß ich, lenke mich immer zu schnell ab. Erst das eine fertig machen und dann das nächste machen. Ah ja. Habe ich noch so viel da, dass ich Helium. Da habe ich R drin. Nitro drin. 1400 Helium haben wir noch. Weil das Problem ist, ich habe leider kein Endstone.
was da ein bisschen billiger wäre. Aber wir haben eine Helium. Und gleich eine Quest abgeschlossen. So, jetzt brauche ich diese. Ah, ich brauche eine 10K-Zelle. Das ist eine Zelle und eine Zinnplate. Ja. Schau mal. Muss man hinkriegen. Hoffe ich. Abendbrot essen. Abendspaziergang. Nachmittagsspaziergang, weil es ist 3. Folge vorgeschoben, darum ist etwas größer geworden. Man kann sich auch Sachen einbilden. Das kann ich gut. So, schauen wir mal, ob wir 4 Zinnplatten haben. So. Als Fluid Canning Machine. 1000 Liter Heliumgas. 10K-Zelle. 10K-Zelle wird im Assembler hergestellt. Tester. Jetzt haben wir schon mal eine 10K-Zelle. Das ist jetzt eine Fluid Solidifier und ich brauche jetzt eine Fluid Canning Machine. Ich glaube, ich habe eine. Ich habe nur keine Ahnung wo. Basic Fluid Canner. Doch, ich weiß sogar wo. Hier. So, das heißt, ich habe jetzt dann hier. Zack, wir haben Heliumgas und jetzt kommen die 10K-Zelle rein. Und ich habe jetzt eine 60K HE Coolant Cell. Sehr schön. Sind wir schon weiter. Problem ist nur, wie gesagt, ich muss das Ding jetzt dann laufen lassen. Wieder hinten, weil wir brauchen definitiv nochmal eine, weil wir, genau, das wollten wir schnell überprüfen. Momentan haben wir bei dem EBF hier 2801 Kelvin. Mein Problem ist jetzt eigentlich, ich wollte jetzt eigentlich diese besseren, also das war, genau, was haben wir denn da? Energetic Alloy Ingot. Energetic Alloy is a new alloy from Ender IO made of gold, conductive iron and black steel dust. Double layer compositors needed and can be made in the EBF with the tier 2 coils 2700 Kelvin. 16 Stück. Hab ich 16 Stück? Überhaupt welche? Ich glaube, ich habe. Ja. All. Energetic Alloy ist es. 12 Stück. Habe ich noch 7000 Nitro drin. Nicht mehr. So, okay. Das heißt jetzt, ich brauche jetzt bei den Energetic Alloy Ingots. Genau, da brauche ich Hydro.
Noch 12:10, jawohl. Ein bisschen früh ins Bett gehe. Und ab. Hinten. Ja, wie gesagt, das werden wir jetzt dann länger herstellen, wie gesagt, weil das, was jetzt da dahinter ist, da bei Brand Alloys. Require higher tier Nichrome Coils. Okay. Nichrome Coils, was braucht man dafür? Dafür brauche ich Mika. Ist klar, dafür brauche ich Molten Aluminium, ist auch kein Ding. Aber Nichrome, ja, ich schätze mal, das wird ein Ding sein zwischen Nickel und Chrom, hä? Chrom und 4 Nickel. Ja, dann brauche ich dann auch davon 2 Stacks. Eigentlich was, was wir dann auch demnächst mal anfangen können. Ja, das Problem ist halt momentan bei uns, dass wir kein Chrom haben. Das heißt, wir müssen definitiv viel mehr Chrom herstellen. Ich glaube, Chrom kriege ich auch durch Ruby raus. Mal. Genau, okay, aber der läuft wieder. Sollen wir auch laufen lassen. So, ich gehe also für das, was ich jetzt eigentlich her bin, wäre ich jetzt beinahe wieder vorgelaufen und hätte es vergessen. Nitrogen. So. Jetzt einen Weg. Auch noch mal in der Chatting Alloy. Hydro und genau. Ah, Hydro. Und was nehme ich mit? Nitro, ich Depp. Chemiewerk. Problem wird sein, dass der jetzt schneller das bestimmt nachproduziert hat, als ich jetzt das Zeug verbraten habe. Ganz toll. Okay, aber ich habe hier auf jeden Fall mal eine große Zelle. Ich glaube, irgendwo haben wir hier sogar eine Kiste, wo Zellen drin sind. Ja, ich sehe gerade, ich habe keine Rüstung mehr an. Ja, ganz cool. Ja, ich war hier als Junkloader gestanden heute Nacht. Dass da noch ein bisschen was vorwärts geht. Ja, kommst zurück, ist kein Anzug, keine Jacke mehr da. Nix, weg. Hat sich aufgelöst. Haben mir mal die Fledermäuse bestimmt geklaut. Sollte sich dazu nicht mit einem Gummianzug hinstellen. Ja, toll. Schön, das zu wissen. So.
Habe ich jetzt hier mal schnell einen Umwandel. Das ist vor allem natürlich nicht gerade super, weil ich jetzt momentan sowieso fast kein Plastik habe. So, ich habe EBF laufen. Ja, bei dem brauchen wir nämlich, weil für die nächste Aufgabe sind immer noch bei dem HV Energy Hedge. Brauchen wir zwei High Voltage und dafür brauche ich Fine Electric Energetic Alloy Wire 16 Stück. Und ich glaube, die habe ich schon hergestellt. Legend war ich schon. Einen auf jeden Fall. Nein, den gibt es noch nicht. Haben wir eine Wire Mill. Das heißt, ich brauche noch einen. So, was brauche ich noch dafür? Magnetic Steel. Gott. Gleich zwei. Okay. Und last but not least, ich brauche noch Programm Circuit 1. Jetzt bestimmen wir denn nur, ja. Nee. Doch, geht trotzdem nur da drüben. Bin ja froh, dass ich gerade da drüben schon alles reingehauen habe. Ich will alles rausnehmen. Ah, er läuft trotzdem. Er läuft. Schön. Wie gesagt, dann nehme ich das da. Pack's mal da drüber. Einen brauche ich sowieso noch. Wire. Circuit raus. Geht es dann wieder in die Bending Machine. Sind jetzt zwei Voltage Coils rausgekommen. Kommt dahin plus die Pumpe. Und hurra, hurra, die Maschine läuft. So, und wir haben einen HV Energy Hedge. Hurra, wir können den ersten. Also sozusagen, wir könnten jetzt den EBF nach hinten verfrachten und am HV anschließen. Oh, der erste ist leer. Die ersten 8. Das könnte sogar passieren müssen. Und mal jetzt wieder ein Batterie-Run. Schöne. Kann man mal machen. Hier ausgetauscht. Auf jeden Fall reichen.
die letzten sechs auch noch gelaufen. Oder dass ich Schiss haben muss, dass der Strom nicht reicht. Dafür macht es eigentlich Sinn, dass wir es nach hinten gehen. Und wie gesagt, und wenn ich jetzt dann soweit bin, dann könnten wir eventuell sogar den EBF auf die nächste Stufe machen. So, das heißt jetzt aber, wir gehen jetzt zur anderen Baustelle, wo wir eigentlich auch noch arbeiten tun sollten, ja. Definitiv. Weil da geht einiges jetzt, dann wird's wichtig. Ich habe mir das Ding schon so teilweise so ausgedacht. Also es wird eine Stromverbindung hinkommen, das ist alles kein Ding. Es wird aber nichts sozusagen automatisiert in der Hinsicht, dass wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, du brauchst immer diese Sache, die muss da sein oder diese Flüssigkeit, sondern nein, das muss man selber herbringen. Also so eine Art Baumarkt, nur dass da halt nur Bio-Sachen halt geben wird. So, und jetzt müssen wir mal schnell gucken, wie wir das alles aufbauen. Ich habe es sozusagen so vor. Ich möchte ein Gebäude bauen, das so geht. Und dann hat es dann links und rechts sozusagen so Glashäuschen dran. Und diese Glashäuschen sind, also diese Gewächshäuser dann, was auf der Seite sind auf der einen Seite hier, wird dann alles noch mit sein, was mit Blumen zu tun hat und Botany. Also das wird hier entstehen. Ich brauche in der Mitte sowieso Strom, ist dann sowieso egal. Und auf der unteren Seite werden die IC2-Crops dann entstehen. Dass man mal so eine Vorahnung hat, was ich mir da so einbild. Und dieses Mittelgebäude, das große, da wird dann der gesamte andere Sachen, die wir halt bauen, wie zum Beispiel Biomasse, Plantballs und so weiter und so fort, das wird alles da drin entstehen. So, wir haben jetzt 73 Blöcke Platz. 73 Blöcke. So, jetzt muss ich mal gucken, wie viel Platz habe ich vorne. Bin nämlich noch beim Überlegen, weil wir brauchen ja auch noch eine Baumschule, gibt es ja auch noch in Forestry. Das sind jetzt 11. Was ich hier vorne habe, 11. Das heißt, wenn ich jetzt diese 11 abziehe, bin ich bei 62. Ich hätte gesagt, die ziehe ich auf jeden Fall ab. So, und jetzt muss ich mir halt über. Jetzt muss ich mir mal schnell das anschauen. Biomass. Ja, also die Biomasse aus. Ja, es gibt jetzt sogar zwei Biomassen. Es gibt einmal die Fermented Biomasse und einmal die normale Biomasse. Diese Biomasse stelle ich jetzt mit Früchten, Obst, Gemüse und den ganzen Käse, mit Mulch, mit Fertilizer, aus distillierten oder normalen Wasser stelle ich das her. So, dann habe ich noch Fruit Juice. Das Fruit Juice, haben wir gesagt, wird drüben noch mit aufgebaut in die Küche. Dass wir da auch noch Fruchtsaft rauskriegen. Ich hoffe, dass da eine GT-Maschine gibt. Und wie gesagt, und da ist das mit Mulch gemacht. Mulch stellen wir auf jeden Fall auch in diesem Gebäude her. Mit Honig kann ich das auch herstellen. Das kommt aber in die Imkerei, die ist noch nicht geplant. Plantball Fruit Juice. Also da haben wir 180 auf 270. Ja, da macht es eigentlich mehr Sinn, dass ich dann Fruit Juice herstelle, als das mit Honig zu verwenden.
Honig, glaube ich, kann man für andere Sachen besser herstellen. Aber wie gesagt, Plant Balls auf jeden Fall. Ja, es geht auch mit Wasser, dann ist es 1 zu 1. Aber Fruit Juice wird irgendwann halt mehr Sinn machen. So. Es geht auch mit Zepplingen und, und. Also am Anfang wird es Wasser sein und dann wird es halt irgendwann Fruit Juice sein. Okay. Muss ich mir mal was angucken? So, bei den Plant Ball. Kann ich ja noch zu Plant Mass verarbeiten. Und den zu Biochaff. Hallo Fledermäusis. Okay, das könnte ich im Pyrolyseofen zu fermenteter Biomasse herstellen. Oder zu Biomasse herstellen. Okay. Das heißt, Pyrolyse würde vielleicht sogar Sinn machen, hier auch Pyrolyse. Dimensionen 5 mal 4 mal 5. Okay, und da könnte ich auch Heating Coils verwenden. Also Pyrolyseofen wäre vielleicht auch eine Idee. Eine Idee. Okay. Dass man den unterirdisch runterbaut, dass der mir da draus dann aus Wasser Biomasse herstellt. Tausend Wasser macht 5000 Biomasse. Hört sich doch gut an. Das Zeug muss ich dann einfach nur herstellen und das ist Plant Mass. Das sind zwei Stück und die in dem Pulverizer. Das heißt, ich bräuchte aber auf jeden Fall auch hier einen höheren Pulverizer. Das heißt, ich kriege momentan definitiv aus zwei Plant Balls zwei Plant Mass raus. Wie gesagt, macht aber, wir schauen es nochmal nach, macht aber halt mehr Sinn, ne? Also bei Pyrolyse geht halt mit dem Ding gar nicht. Aber mit dem Zeug geht's halt und da mache ich halt aus weitaus weniger mehr Biomasse. Also das heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch einen Keller, wo wir das auf jeden Fall herstellen. So, auf jeden Fall, genau. Kann ich mal das mal so halb erklären. Also, beziehungsweise, nein, wir erklären erstmal nichts. Wir machen jetzt erstmal das fertig, was wir fertig machen müssen, denn wir stecken mal dieses Gelände ab. Das heißt, ich habe jetzt von hier bis hier 11. Jetzt mal einen Deckel zumachen, oder was? 11. Und dann habe ich da ein Zweier- oder ein Dreierweg? Ein Dreierweg. Okay. Das ist nämlich nicht macht, vergesse ich es und dann wird es witzig. Wo 3. Meter, 3 Meter, 4 Meter, 5, 6, 8, 11. Mach schon mal den Weg.
Ja, und was jetzt halt wichtig ist, ist jetzt halt wirklich der Aufbau. Wie gesagt, genau, jetzt kann ich dieses Zeug erklären. Also das habt ihr ja mitgekriegt, da kommen sozusagen so eine Art Gewächshäuser hin oder was, also sowas ähnliches, was halt da unten steht, nur ein bisschen anders aufgebaut. Kommt nach links und nach rechts, wo halt die speziellen Mods drin sind. Baumschule fehlt noch, wie gesagt, vielleicht dahin. Ich weiß es noch nicht. Oder da hinten hin. Dann habe ich das Mittelgebäude. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt mir zum Beispiel diese Tür nehmen sollte. Ja, das ist sogar mittig von diesem Chunk hier. Ich lege mich mal dann gleich in Scanner. Muss man heutzutage. Man muss sich hier scannen lassen. Okay, das heißt jetzt, ich habe jetzt dann hier meinen Hauptweg. Und dann komme ich jetzt zum Beispiel dann hier rein. Ich weiß noch nicht, wie viele Abteilungen ich brauche. Aber ich sage mal, ich habe jetzt hier eine Abteilung. Die heißt jetzt Plant Ball oder Biomass. Da komme ich jetzt rein. Dann sage ich, ah, alles klar, da ist hier eine Theke. Also wir machen als erstes mal den Weg. Wir machen den Weg frei. Scorpion plus Schaufel. Dann heißt es, dann habe ich einen Rand, dann habe ich dann auch noch den Hochgenuss des Gebäudes. So, dann habe ich jetzt dann meinen Weg. Ich komme jetzt dann in diese Abteilung. Die heißt jetzt dann, wie gesagt, Biomass. Genau, Biomasse. Das heißt, da werden hergestellt die Plant Balls, die drei Stück, müssen da hergestellt werden. Es muss hergestellt werden die Flüssigkeiten. Und das ist alles, was in diesem Bereich entsteht. Also wir wissen jetzt zum Beispiel schon, ich komme hier rein. Dann habe ich jetzt dann, also wenn jetzt dann hier noch die Wand ist, dann heißt es jetzt zum Beispiel, wir machen das jetzt vorher weg. Das heißt, ich habe jetzt dann hier meinen Tank, wo ich meinen Fruchtsalat. Also wo ich zum Beispiel Biomasse reinschütten kann. Dann habe ich hier noch einen zweiten Tank. Ne, eigentlich nicht. Dann habe ich hier eine Kiste. Oder ich habe hier eine Kiste und da einen Tank. Ist jetzt Köpfe gesprungen. Da kommt da ein Schild hin und steht dann auf dem Schild drauf für Biomasse. Das heißt, ich schmeiße jetzt hier meine Sapplinge rein, die ich übrig habe. Dann verschwinden die sozusagen nach unten in den hinteren Bereich, wird es verarbeitet. Und kommt dann irgendwann da hinten in der Ausgabe, ne, das ist dann Abgabe und Ausgabe. Ja, dasselbe, das eine mit Tank, also Kiste und Tank. So, und dann kann ich dann auch hier hinmachen, zum Beispiel Biomasse, also Biomasse, klar, weil ich kann ja hier meine Biomasse abholen. Ich muss natürlich aber auch hier meine Biomasse abgeben können. Dass ich weiß, alles klar, kommt auch dementsprechend an. Das wird tricky, das Ding hier. Also, dann haben wir ja drei verschiedene Biomassen. Du musst, wo man wieder rauskriegen kann. Ja, genau, wo man rauskriegen kann. Ja. Ich sage mal trotzdem, wir machen jetzt mal drei Stück hin. Dann hätte ich gesagt, lass mal hier mal eine frei, dass man da eventuell einen kleinen, eine Säule einziehen kann. Wäre dann auch 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt, wäre dann genau nach 5. Und dann hätte ich gesagt, können wir ja hier hingehen und sagen, okay, du hast dann hier den Tank. Einmal für die Biomasse, einmal für die fermented Biomasse. Dann machen wir es halt auch so, dass das auch, na, es wird einer weniger. Weil ich brauche ja auch noch einen Eingang, ne? Ich muss ja auch noch das gute Männchen, das wohl hier steht. Ja, guten Tag. Sie möchten das bitte abgeben. Bitte geben Sie hier ab. Genau, vielen Dank. Ja. Wie man halt so spinnt.
Ja, vielleicht können wir es auch so machen, dass man dann da vielleicht sogar auch wieder eine Säule hinmacht und in dieser Säule dann aber die jeweiligen Pipes versteckt. Das müssen wir halt noch rausfinden, wie wir das alles machen. So, und dann geht es dann zum Beispiel dann hier noch eine Mauer hinkommen. Und dann habe ich da hinten dran noch einen kleinen Raum, der ist auch noch mal drei groß. Und da steht jetzt halt drin der Maserator, der Kompressor, der whatever. Und das steht dann in diesem kleinen Raum. Und jetzt heißt es jetzt, dann wäre das Gebäude auf dieser Ebene bis zum Weg schon mal 13. Das ist eine ganz schöne Größe. Das heißt, dann habe ich hier meine Mauer und dann hätte ich dann für den Gartensender, für den Außenbereich nochmal 14. Schauen wir mal, vielleicht kann ich es noch größer machen, kleiner machen. Mal gucken. Ja, ich werde es bestimmt dann irgendwann so machen, dass ich gleich an dem Weg bin. Das heißt, ich komme hier rein und drehe mich gleich um und habe vielleicht hier noch einen frei. Dann hätte ich da hinten 15. Ja, wobei ich habe dann noch, ich brauche noch die Außenwand. Wir werden das dann hinkriegen. So ist es bis jetzt geplant. Und dann gibt es dann halt auch hier einen Weg, wo ich dann halt raus kann, weil ich dann hier in diese Glashäuser rein muss. Selbes Spiel haben wir hier auch. Also wie gesagt, lasset mich gucken. Also ich habe auf jeden Fall mal geschrieben, ich brauche Plant Balls, Biomass, Plant Mass und Biochar. Das ist jetzt eigentlich das, was hier entstehen soll. Dann habe ich eigentlich den Oil-Bereich, also Seed Oil plus ganze Konsorten. Das heißt, ich schmeiße jetzt da dann, ich kann jetzt dann auch hier einen kleinen Tank mit Seed Oil herstellen und da kann ich mir dann alles dieses Holz umarbeiten lassen. Das müsste alles mit Seed Oil sein. Das wäre dann zum Beispiel hier dann der zweite Bereich. Dann habe ich hier einen dritten Bereich. Das wäre jetzt zum Beispiel dann alles, was vielleicht Fertilizer betrifft und Bio, also dieses Wheat X, ja, das gibt es dann zum Beispiel hier und Blöcke gibt es dann zum Beispiel hier, weil da kommt noch Gartensoil, Mulch, ja, wobei Mulch wird dann im vorderen Bereich, dann kommt Kompost und Humus und habt ihr nicht gesehen, das kommt dann hier in den Bereich rein, auch zum Beispiel Dirt, dass man dann Dirt herstellen könnte, falls uns mal Dirt ausgeht. Ja, man weiß es nicht. Aber das heißt, wir könnten dann hier sozusagen eine automatisierte Dirt-Verarbeitung erfahren. Ja, und wie gesagt, und wenn wir merken, okay, das ist zu viel, also ich kann jetzt hier nur Biomasse herstellen und keine Fertilized Biomasse, dann machen wir es halt hier. Ist ja Kopf wie gesprungen. Genau. So, das war jetzt wieder mal sehr viel theoretisch, aber das Problem ist halt, die ersten 20 Minuten sind halt schon mal alleine durch die Technik weggefressen worden. Und das werden wir dann peu à peu dann hier machen. Ich werde den Grundriss jetzt schon mal dann vorbereiten, weil ich mir da einiges ausdenken muss. Da erkläre ich dann die Hintergedanken. Weil wenn ich das in der Folge mache, dann haben wir wieder eine 30-Minuten-Folge und es steht nichts. Und es steht nur das Gerüst. Und wir möchten ja wegen was erledigen, ne? Genau. Und ich muss ja auch noch versuchen, meinen Computer an der Stange zu halten. Aber Computer. Gut. Aber wie gesagt, wir haben jetzt den nächsten Bereich erforscht. Wir haben den HV Energy Hedge. Das heißt, wir können jetzt davon noch mehr machen. Das heißt, unsere EBFs hinten können wir dann demnächst auch umbauen. Aber wie gesagt, wir brauchen halt erstmal sechs Stück. Das heißt, wir brauchen erstmal sechs Helium. Wie gesagt, in den End will ich noch nicht gehen, weil ich mich da noch nicht gut ausgerüstet finde. Da brüste ich auch vor allem mein Cleaver mehr leveln, dass der auch mal die Endermänner mit einem Hit
platt macht und er mit 2 und ich möchte auch eine vernünftige Nanorüstung haben. Am besten mit Jetpack. Bevor ich in das End gehe. Und das am besten in diesen Anzug eingebaut. Habe ich im Moment ja nicht. Genau. So, das heißt, und wir fangen an, Chrom zu sammeln. Das heißt, dass unser EBF demnächst genügend Material her hat, damit wir die nächste Generation an Coils bauen können. Jawohl, das kommt auch noch dazu. Und genügend von dem Material da. Und auch die Quest abschließen. Jawohl, alles to do. Das wird es dann beim nächsten Mal geben. Wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Wenn euch die Folge natürlich nicht gefallen hat, könnt ihr auch einen Daumen nach unten da lassen. Wäre aber noch nett, wenn ihr reinschreibt, warum. Und nicht Baum. ja. Und, weil, wie gesagt, wird nur besser, ne, wenn man weiß, warum. Genau. Und dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.